So, hallo und willkommen zurück bei alter Schule, alte Technik, alles drumherum basteln und ihr wisst schon, was hier Sache ist. Nein, wisst ihr nicht. Für die, die es gesehen haben, vor ein paar Wochen habe ich euch vier Laptops präsentiert, unter anderem dieses Lenovo, ein Mini-Notebook, ein sogenanntes Netbook, genauso wie die drei verschiedenen Asus-Geräte. Nee, da muss ich noch gucken, dass ich das richtige Verbindungsstück bekomme für den Power, weil das ist ein bisschen kleiner als hier bei dem Lenovo. Da habe ich zumindest auf jeden Fall ein passendes. Hier muss ich erstmal noch gucken, um das zu testen. Das ist an sich so von der Optik her die, die noch am schönsten aussehen. Das war der, wo man sah von außen schon, da ist ein Displaybruch. Ich weiß nicht, ob er funktioniert. Ich weiß nur, wie ihr seht, dass er auf jeden Fall Strom bekommt. Haben noch nicht angemacht. Dasselbe kann ich bei dem genauso gut nicht beurteilen. Ach, Moment, ich glaube, das ist direkt der. Genau, das ist der, der gut aussieht. Aber, Moment. War das der? Lass mich gucken. Nee, das war nicht der aufgeblähte. Das war nur der, der wahrscheinlich schon mal aufgemacht wurde, weil da so ein bisschen die Platte hochklappt, ist aber nicht der, der aufgebläht war, das war der andere. Egal, hier sieht das Display an sich noch gut aus, aber das werden wir sehen. So, wie gesagt, ich fange mit dem Lenovo an. Das ist an sich, denke ich mal, der, ja, mir vielleicht am meisten Probleme macht, wer weiß. Ich zeige euch das mal eben. So, da bin ich. Hallo, ihr seht mich. Und ihr seht wahrscheinlich, seht das sehr schlecht. Dass das Display da, seht das da rechts irgendwo, seht ihr diese Verfärbungen? Also das Display ist auf jeden Fall gebrochen. Das kann ich euch gerade so ein bisschen schlecht darstellen. Ich probiere mal. Ah, seht ihr so schlecht? Nee. Kann ich das so nicht drüber bringen. Also es ist auf jeden Fall optisch defekt, wenn man das jetzt richtig sieht. Das werde ich aber hoffentlich auch erfahren, wenn ich jetzt versuche zu starten, weil ich habe immer noch keine Garantie, dass das Gerät überhaupt startet. Das werde ich jetzt gleich erst erfahren. Genauso wie ihr. Daher stehe ich mir gerade selber im Bild. So. Hallo Kamera. Naja, ein bisschen schade, ne? Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal den Test. Ich drücke mal den Power-Knopf. Wo ist er denn da? Okay, also ich höre auf jeden Fall schon mal was. Die Kontrolllampen leuchten. Display, wie man sieht, ist defekt, aber zumindest scheint sich was zu tun. Piep, piep. Jetzt kann es sein, dass ich natürlich theoretisch Enter drücken müsste. Wahrscheinlich kommt da irgendeine BIOS-Meldung. Und im ersten Moment würde man sagen, er könnte funktionieren. Das Schöne an dem Gerät ist, er hat noch einen VGA-Ausgang. Das heißt, ich kann das Ganze direkt hier an meinen Monitor anschließen. Das werde ich auch machen. Den habe ich ja hier griffbereit stehen. Und dann werde ich mal gucken, ob das Ganze hilft. Das heißt, erstmal wieder im ersten Moment euch beiseite stellen. Das Gerät wieder runterfahren. So, dann an sich einfach nur den Monitorstecker, den VGA-Stecker, hier rangeholt. Den habe ich ja griffbereit liegen, auch für die anderen Systeme. Und an sich nur anschließen. So, das heißt, Kabel rein. Ich schraube ihn mal ein bisschen fest, weil er mir gerade ein bisschen zu locker ist. Und bevor der mir da nachher mittendrin rausgeht, schraube ich ihn ordentlich fest, so wie es sich an sich gehört. Hat er überhaupt Schrauben, sehe ich gerade. Moment. Der hat gar keine Schrauben zum Reinschrauben. Das heißt, ich habe hier, ja, kann ich reinstecken, aber nicht festschrauben. Na super. Das ist natürlich auch immer einerseits eine Frage vom Hersteller, vom Preis.
Ne? Weil man müsste das Ganze ja dementsprechend auch auf dem Mainboard fixieren. So, an sich sollte das reichen. Ich klappe ihn mal wieder auf. So. Gut. So. Also, Nummer 1, Kabel installiert. Ganz viele andere Kabel, die gerade nicht gebraucht werden. Der Monitor ist an sich an. Ich mache jetzt erstmal den kleinen an. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wie derjenige das schon betrieben hat oder ob er gar nicht gemacht hat über den Monitor. Da haben wir schon mal ein Bild. Hier zeigt sich im Moment noch nichts. Er ist auf schwarz gesprungen. Das könnte heißen, das Bild sollte übertragen werden. Aber nee, es wird weiß. So, jetzt will ich natürlich hoffen, wenn ich die typischen Tastenkombinationen drücke, die hier meistens sind. Da muss ich gerade selber näher ran und mal aufstehen. FN und Bildschirm, wo ist er denn? Einmal gedrückt. Oh ja, da kommt er. Haha, das ist schon mal gut. So, jetzt kann ich euch zumindest schon mal sagen, was das Ding hat. So, ein Broadcom und die PC. PCX oder PXE, ganz einfach, Windows 3.1, Version Hommelgrün, von Version 2000 bis 2000 an. Operation System not found. Das heißt also, er hat kein System aufgespielt. Das könnte genauso gut heißen, dass hier dementsprechend die Festplatte entfernt wurde. Aber er zumindest reagiert. Media Festplatte, Check Kabel. Aha. Okay. Da, jetzt weiß ich natürlich nicht, was er drin hatte. Ich würde an sich mal davon ausgehen, dass er theoretisch entweder eine Karte hatte, so eine SSD-Karte. Wie heißt die wieder? Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, dass der an sich funktioniert. Ich muss nur gucken, dass ich natürlich ein System aufspielen kann. Das heißt, erstmal kontrollieren, ob der zumindest noch irgendwo eine Festplatte drin hat, die vielleicht beschädigt ist. Ne? Das muss ich jetzt natürlich mal testen. Ich gucke noch mal vorher. Sekunde, ich öffne ihn noch mal, damit ich an die Tastatur rankomme. Ich drücke mal F. Ich starte mal neu. Den ich will. Der schon hat. Ach, da. Ja, komm. So, F1, F2. Jetzt weiß ich nicht, welche Tasten wieder hier für BIOS sind. Also nicht wundern, dass ihr gerade nichts seht, weil ich gerade meine Finger auf der Tastatur habe natürlich. Muss ich wieder umschalten? Der darf nicht behalten. Ja, muss ich. Ne? Da hat er doch. So. Gut, also ihr seht, es ist an sich ein Lenovo, ein Intel Atom, 1,6 GHz mit 1 GB Arbeitsspeicher. Da seht ihr, SATA HDD nicht, SSD Disk auch nicht drin. Das heißt, das wurde auf jeden Fall entfernt. Und ohne das kann er natürlich nicht arbeiten. Aber an sich, wo habe ich das denn? Passwort, also USB-Schlüssel, USB-FDD. Cool, das kennt er auch. FDD, USB-HDD. Jetzt frage ich mich, ob ich den von USB sogar mit einem Betriebssystem starten könnte. Den möchte ich mal entfernen. Lass mich überlegen. Moment. Schnut. Wo ist denn? Das Ganze ist hier natürlich alles über die FN-Tasten größtenteils auch belegt. Na toll. Egal. Muss ich mich anderweitig durchschlagen. Egal, erstmal weiter gucken.
Gut, also das heißt auf jeden Fall, ich habe einen 1,6 GHz Rechner mit einem Gigabyte Speicher. Hätte an sich natürlich eine Festplatte drin, die funktionieren könnte, hat er aber nicht. Das heißt für mich im Moment, der Laptop an sich funktioniert noch. So könnte man ihn einerseits zum Beispiel in dem Fall, ne, Display ist ja im Eimer, als Computer hinstellen. Ne, er hat zwei Anschlüsse, zum Beispiel für eine Maus, für Tastatur, für Mikro und Kopfhörer. Und hier drüben hat er nochmal ein USB plus VGA plus ein Kartenleser. Und das heißt zumindest, man könnte ihn als kleinen Mini-Desktop benutzen. Ne? Und einfach betreiben. Zum Beispiel auch als Mini-Retro-Konsole. Ohne viele Bedürfnisse. Für alle diejenigen, die, sage ich mal, nur das Ding unter den Arm klemmen wollen, irgendwo spielen wollen, das Display nicht brauchen, weil sie noch einen alten Monitor haben. Nun gut, das heißt für mich, ich werde mal gucken, das Ding öffnen. Und dann sehen wir uns mal weiter an, was sich da noch so überhaupt drin befindet. Aber ihr seht ja an sich nichts. Ach, jetzt muss ich wieder aufklappen. Das ist schon immer dumm. Ich habe hier natürlich eine Tastatur liegen und möchte die ganze Zeit mit der Tastatur arbeiten, aber geht ja nicht, weil die Tastatur ist ja mein Rechner. So, erstmal wieder ausmachen. Genau, die Stromzufuhr natürlich kappen jetzt gleich. Ist auf jeden Fall XP-fähig. Ne? Dafür war er designed. Das heißt, XP wird hier auf jeden Fall funktionieren. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, indem ich das Gerät vielleicht mal eben öffne. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich habe. Den mal eben vom Strom nehmen. Ja, ist natürlich wieder cool mit einer Hand hier. So, Strom entnommen. Monitor entnommen. Monitor so lange ausmachen. Brauche ja alles nur Strom. Ups, das war ein bisschen hart. So, dann habe ich einmal hier eine Klappe. Oh, seht mal da. SIM-Card. Oh, das ist ja geil. Das heißt sogar, ich könnte den. Aua, zum Glück hat man Fingernägel. Sogar mit einer SIM-Karte betreiben. Auch coole Sache, vor allem für unterwegs. Dann habt ihr hier natürlich einmal die Netzwerkkarte. Die könnte ich einerseits wahrscheinlich auch austauschen. Habe ich im anderen Video schon mal gefragt. Ich glaube, da kann man auch theoretisch sogar auch noch eine SD benutzen. So, wieder reinfummeln. Und wieder schließen. So, das heißt, ich muss diese Klappe öffnen, ne? Und dann sehen wir einfach mal weiter. Das ist für den Akku. Genau, darunter klebt noch der Seriencode von dem alten Betreiber. Deswegen halte ich das hier im Endeffekt zu. Und ich will mal hoffen, dass man darunter theoretisch an den Arbeitsspeicher natürlich drankommt. Der ist zumindest vorhanden mit einem Gigabyte. Das ist schon mal gut. Der wurde nicht entnommen. Aber die SSD fehlt. Naja, ist ja logisch, denn die bringt immer noch ein bisschen Geld. So, das heißt für mich, ich werde das Ding aufschrauben müssen, um kurz zu wissen, was sich da drin findet. Befindet. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder, hab's schon geöffnet. Und wie war das noch? Der Arbeitsspeicher ist ja zum Glück drin. Ich würde mal sagen, der 1 Gigabyte ist fest verlötet. Wie ihr seht, das ist der Arbeitsspeicherbereich. Der sitzt einmal komplett auf der Platine, unten schön verlötet, hier die 4 Stücke. Deswegen hat er da noch 1 Gigabyte. Und darüber der Slot ist leer. Also bei dem Gerät habe ich auf jeden Fall schon mal Glück, dass von vornherein einer draufgelötet ist, denn ansonsten wäre der auch noch weg. Das heißt, glücklicherweise, danke, danke, braves Mainboard. Schön, dass du diesen Speicher da drauf fest installiert hast, damit man den nicht auch noch entnehmen konnte. Naja, also hier positiv, direkter Kartenslot für eine ganz normale SATA-Festplatte. Das heißt, ich muss mal gucken, ob die ich habe, passt. Eine Sekunde mal eben. Wieder in eurer Hand. Also großer Vorteil. Die Standard 2,5 Zoll SATA-Platten
gehen rein. Ihr seht, ich habe die MTech genommen, wo ich letztens Windows 95 installiert habe für den anderen Laptop. Das heißt, ich kann hier zumindest einfach mal einen provisorischen Start probieren, denn er hat ja, wie gesagt, den fest verlöteten 1 GB drin. Den kann ich nutzen, um das Ganze zu starten. Wobei natürlich Windows 95 nicht funktionieren wird, denn erstens habe ich das auf einem anderen Laptop installiert quasi, dann würde er die Ressourcen kennen. Und hier kommt wahrscheinlich dann, wenn überhaupt, dieser typische, wie heißt das, die typische Fehlermeldung, wie man sie kennt, dass Windows 95 nicht gestartet werden kann. So, dann heißt das natürlich, mal eben die Klappe wieder drauf, zumachen und anschließen. Monitor läuft. Der Laptop jetzt gleich hoffentlich auch. So, ich schalte ihn wieder ein. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ich wieder erst den Modus ändern muss. Das mache ich mal von vornherein, weil er springt schon wieder auf den. So, jetzt gleich kommt's. Ich habe direkt umgeschaltet. Sollte zumindest. Grün ist gut. Da, ihr seht, da abgesicherter Modus. Ah, das ist doch wunderbar. Jetzt könnte ich natürlich das Ganze mal probieren, normal laufen zu lassen. Das mache ich einfach mal. Aber normalerweise dürfte er das nicht schaffen, obwohl es sein. So, guck, zu wenig Speicher zum Initialisieren von Windows. Moment. Beenden Sie Speicherresidenzprogramme oder entfernen Sie die Dienstprogramme aus der Datei und starten Sie den Computer neu. Aha. Gut. Sie können den Computer jetzt ausschalten. Also, das Schöne ist, das System funktioniert. Auf jeden Fall. Und ich kann den Laptop auf jeden Fall nutzen, auch ohne halt den Monitor. Den könnte man natürlich als erfahrene Person natürlich austauschen. Ich könnte es nicht, da müsste ich lügen. Aber ich kann ihn dennoch springen um. Jetzt als ihr seht, handelsüblichen Computer benutzen, wenn dementsprechend natürlich das System aufgeführt ist. Ich werde jetzt bei dem abgesicherten Modus wählen, der wird wahrscheinlich funktionieren, genau wie bei dem anderen Laptop. Lalalala. Oder auch nicht, okay. Na gut, das heißt an sich wirklich, ich müsste das System hier komplett neu aufspielen. Das ist schon mal gut. Das heißt, der Kleine kann auf jeden Fall noch Nutzen haben, auch für die Zukunft. Windows XP wäre natürlich kein Problem. Da könnte ich theoretisch. Nee, kann ich nicht, weil die ist ja schon wieder verbaut. Die ist ja schon wieder hier verbaut in dem Asus. Kann ich also gerade nicht nutzen. Oder möchte ich nicht, bevor ich mir irgendwas anderes umbaue. Aber ich könnte dafür sorgen, dass zumindest hier wieder eine kleine Dackel Maschine to go quasi raus wird. Und ich könnte zum Beispiel, habe ich das Gerät gerade hier, ich überlege, lass mich überlegen. Habe ich unten irgendwo. Ich habe noch so einen kleinen Bildschirm. Der ist auch nicht größer als der Laptop hier. Der ist sogar ein bisschen kleiner, so ein 7 Zoller. Der hat auch einen VGA-Eingang. Den könnte ich theoretisch sogar hier drauf machen und als Mini-Desktop-System nutzen. Ich mache mal eben aus. Dann sähe das Ganze quasi so aus, dass der hier natürlich zu wäre. Hier der Monitor draufgestellt und man könnte das als tragbaren Minicomputer benutzen. Wäre eine Möglichkeit. Ne? Wie gesagt, zwei USB-Anschlüsse für Maustastatur oder ein USB-Hub sind möglich. VGA-Ausgang wäre gewährleistet. Ihr könntet einen alten Mini-Lautsprecher anschließen oder eure Kopfhörer. Also an sich, kleines Gerät, immer noch zu nutzen für so, ja, das Nötigste. Und für alle die, die natürlich irgendwo immer noch CD benutzen, auch so wie ich teilweise, könnte man genauso gut natürlich einen externen CD-Player anschließen, CD-ROM, DVD-ROM, Diskette, wenn man es sogar noch hat. Da habe ich demnächst auch was Feines für euch entdeckt, oder was heißt entdeckt, gekauft. Werde ich euch auch noch zeigen, worum es sich da handelt. Könnt ihr mal gespannt sein, ist eine alte Rarität, kleines, feines Ding. Aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Nun gut, ich weiß auf jeden Fall, das Gerät funktioniert. Einwandfrei, wenn der Monitor natürlich laufen würde. Und auch damit, wie ihr seht, es würde prinzipiell reichen. Oh, die Gummimoppen unten runter. Für Büroarbeiten.
Reicht das Ding immer noch alle Male, wenn ihr ein paar Briefe schreiben wollt, ein bisschen Outlook Word, ein Drucker angeschlossen, im billigen, muss ja nicht der teuerste sein, und ihr hättet hier ein Mini-PC. Das Ding ist, wo ist er? Jetzt denkt ihr natürlich, was das für ein Riesenklotz. Das ist dieser kleine, den ich schon euch gezeigt habe, der innen drin keinen Prozessor mehr hat. Und ihr seht ja schon an sich, wie breit und fett das Ding ist. Dann könnt ihr euch auch den alten Laptop da hinstellen. Naja, muss jeder für sich wissen. Ne? Und so viel Anschlussmöglichkeiten hat der nämlich auch nicht mehr. Ne? Außer natürlich hier die zwei mehr. Plus da die zwei USB. Plus natürlich den alten Tastaturanschluss. Das sind so kleine Feinheiten. Aber auch da braucht ihr ein bisschen weniger Strom. Genau wie beim Laptop. Also ist das immer eine Sache von, was nutze ich und was nutze ich nicht. Nun gut, ich würde sagen, wir beenden hier das Video. Ne? Ich fahre jetzt die Kinder abholen, ab aus der Kita mit denen, dann ist hier wieder Jubeltrubel und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Denn auch den hier werde ich auf jeden Fall wieder ein wenig fit machen. Wie gesagt, ich muss natürlich gucken, dass hier ein richtiges System drauf kommt. Sekunde, meine Frau ruft. Es ging nur ums Essen. Freue ich mich schon drauf. Gibt es auch noch gleich lecker Speisen mit allemann. Nun gut, also wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Seid gespannt, wenn es auch hier natürlich weitergeht. Den Pentium 733 MHz, der wird auch noch unter die Lupe genommen. Schließlich ist da irgendwas immer noch mit der Festplatte nicht in Ordnung. Ob sie jetzt wirklich komplett kaputt ist, weiß ich noch nicht. Habe ich mir noch nicht näher angeguckt. Oder ob es einfach nur ein Steckerproblem ist. Kann ja alles sein. Das muss ich mir aber einfach nochmal angucken. Nun gut. Ansonsten, wie gesagt, bleibt am Ball. Seid gespannt, wenn ihr was Witziges wollt. Schaut mal in die Shorts hinein von mir. Die sind auch in der Playlist hinterlegt. Für alle die, die nicht so viel Zeit haben. Und ja, wie gesagt, erkundet einfach, was es hier gibt. Im Moment sind es nur noch 791 Videos. Ich habe wieder ein paar gelöscht. Die Playlist letztens erst noch ein bisschen umgeändert, damit sich das mal wieder ein bisschen anders anfühlt. Naja, also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Dirk. Tschüss.